sayang kaibigan. Dapat hapon pa lang nang ipikit iyong mga mata. Pagsikat ng araw ay di mo na makikita. Die Philippinen erlebten in der Pandemie mit 2 Jahren Schulschließung den längsten Lockdown der Welt. Trotz wirtschaftlicher Erholung bleibt die Armut für rund 20 Millionen Menschen eine tägliche Realität. Augenfällig darin sind die überbevölkerten Armenviertel und die geschätzten 250.000 Kinder und Jugendliche der Straßen. Sie sind die Opfer von lokaler und globaler Habgier und Ungerechtigkeit. Onesimo ist in Manila und Umgebung an über 40 Locations unermüdlich unterwegs, um für diese armutsbetroffenen Menschen mit praktischer Hilfe einzustehen. Ihnen zu zeigen, dass Gott sie liebt und sie nicht vergessen hat, ist und bleibt unser Anliegen und Auftrag. Salamat sa Panginoon, at ikaw ay may buhay pa. Nichts ist unmöglich unserem Gott. Sie singen von dem, was sie im Alltag in den Onesimo-Gemeinschaften erfahren. Wir besuchen eine kleine Partnerkirche von CBM Onesimo. Ich bin hier im Süden von Manila bei einer von über 30 Kirchen. Kirchen, wo junge Leute aufnehmen von der Straße und von den armen Vierteln. Und wirklich, die finden eine Familie und ein Programm für 2 Jahre, wo sie wirklich in ein neues Leben hineinbringen. In dieser Gemeinschaft trafen wir auf Nel Jay, der uns seine Geschichte erzählte. I'm Nel Jay. I'm 18 years old. Wala pa po ako dito. Ganito ang buhay ko. Ich heiße Nel Jay und bin 18 Jahre alt. Als ich noch nicht hier lebte, sah mein Leben so aus. Ich kam nach Hause und mein Vater war immer zorn. Ich wurde oft von ihm geschlagen. Deshalb beschloss ich mich, einer Gang anzuschließen. Wir suchten krumme Wege, um an Geld zu kommen, damit wir unsere Lasten finanzieren konnten. Wir machten Überfälle. Ich ging nicht mehr nach Hause. Wir haben Handys geklaut, wir haben Baustellen besucht und Eisen gestohlen und verkauft. Wir haben uns Pistolen besorgt, uns mit Drogen vollgepumpt und die Waffen dann auch benutzt. Alles, was verboten ist, machten wir und sind schließlich einem Syndikat beigetreten. Wenn ich mal nach Hause kam, sah ich meinen Vater betrunken. Und meine Mutter war am Geld verspielen. Da war kein Glück. Ich fand zu Hause keine Freude. Immer wenn ich draußen in einer Gang zusammen war, spürte ich Freude. Eines Tages kam ich nach Hause. Da war meine Mutter mit Pastor Chong. Er fragte nach Jungs, die Onesimo benötigen. Er brachte die Jungen in seine Kirche. So wurde auch ich Teil der Gemeinschaft. Eines Tages verliebte ich mich in Christus und ich lernte ihn besser kennen. Langsam wurden mir meine Fehler bewusst. Ich entdeckte, was wichtig ist im Leben. Mein Leben verändert sich zum Guten, dank Christus. Ich konnte meine informelle Schule abschließen. Jetzt werde ich mit einem Berufskurs beginnen, damit ich meine Familie unterstützen kann. Und was ist das Schwierigste für dich hier im Programm? Der Kampf gegen die Süchte.
labanan yung mga bisyo. Drogen, marijuana, rauchen, alkohol. Droga, marijuana, yosi, alas. Es ist nicht einfach, von diesen Dingen zu lassen. Es war so sehr Teil meines Lebens. Nasanayan ko siya, pero aber mit Hilfe von Christus kann ich dagegen ankommen. Nakayanan kong lahat labanan. Ito po ako na hier in der Kirche habe ich eine Familie gefunden. Familia na sie haben mitgeholfen, para einem Vater zu vergeben. Sila yung tumulong sa akin para ipaunawa. Sie helfen mir zu verstehen, wie wichtig es ist, Eltern zu haben, sich zu versöhnen und mein Leben in Ordnung zu bringen. Dahil sa mga ginamit ni Lord na instrumento upang mapaayos yung buhay ko. Ich habe Pastor John, der die Jungen dieser Onesimo-Partnerkirche betreut, gefragt, was denn die Auswirkungen unseres Programmes auf seine Gemeinde und seine Nachbarschaft sind. Hier seine spontane Antwort. Hi, I'm Pastor John and welcome to Harvest Outreach Church. I would like to share. Ich möchte euch davon erzählen, wie kraftvoll dieser Dienst von Onesimo CBM ist. Vor unserer Partnerschaft in dieser Arbeit waren wir gerade noch 30 Kirchenmitglieder. We celebrated our recent anniversary. Jetzt, dank diesem Dienst, sind wir auf 200 Mitglieder angewachsen. Eben hatten wir unser Jahresfest. Wir kümmerten uns um die Jugendlichen, für die Verletzlichen unter ihnen, die Schulversager, Drogensüchtigen, für jene, die keine Hoffnung mehr haben. Wir pflegen Beziehungen zu deren Familien. Diese Familien bringen sich nun aktiv ein in unserem Dienst. Jetzt erreichen wir ihre Nachbarschaften. Building relationship with them. Bauen dort Beziehungen auf. Die Nachbarschaften wissen nun, wer wir sind, wissen um unseren Einfluss, dass wir Leben transformieren, Hoffnung bringen. Bitte sei Teil von dem, was wir hier tun. Das ist kein Spiel. Das ist real. Neues Leben entsteht. Wir bauen ein Zuhause. Heilung bringen Familien zusammen. Wir bringen dauerhaften Wandel in die Nachbarschaften. And we are making a great change to the communities. Pastor Fernando Siesen, einer Partnerkirche am anderen Ende der Stadt, sagt Folgendes. It's a great challenge for us to take this ministry in Onesimo. Es ist eine große Herausforderung für uns, diesen Dienst mit Onesimo. Wir kümmern uns um junge Menschen, die Ausgestoßenen unserer Nachbarschaften. Nehmen Sie auf in unserem privaten Wohnraum. Sie werden Teil unserer eigenen Familie. Das tägliche Einüben in ein normales, würdevolles Leben ist oftmals ein Auf und Ab, ein Vorwärtsstolpern im Glauben. Deshalb sind die regelmäßigen Veranstaltungen mit den anderen Onesimo-Gemeinschaften eine wichtige Ergänzung. Wir sind nicht allein, sondern unterwegs mit vielen auf dem Weg in ein neues Leben. Zum Beispiel hier beim Sportfest, unsere alljährliche Onesimo-Olympiade, kurz vor Weihnachten. Ein weiteres Highlight war dann auch das Weihnachtsfest im Stadtpark. Der Onesimo Family Fun Day zum Thema Die Familie im Lichte von Weihnachten. Von allen Richtungen trafen sich Programmteilnehmende und Angehörige zu einem Gottesdienst der besonderen Art. Darbietungen, Spiele, Singen, Danken und Beten füllten den Tag mit ausgelassener Freude und neuen Begegnungen. Pfarrerin Barbara Stankowski aus der Schweiz, die zusammen mit ihrer Familie 5 Jahre mit den Armen gelebt hatte,
brachte in der Sprache der Filipinos die Weihnachtsbotschaft. Es war ein Weihnachtsfest der besonderen Art, bei dem viele arme Familien die Güte Gottes erlebten. Auf dem Heimweg hatten sie nicht nur volle Hände mit Lebensmitteln, sondern auch die frohe Botschaft von Jesus in ihren Ohren und Herzen. Gott liebt alle Menschen, besonders die Armen. Er begegnet ihnen als Retter, als Neugeborenes einer armen Familie liegend in einem Futtertrog. Das neue Jahr begann mit einer traurigen Nachricht. Programmleiter Dennis Manas war plötzlich schwer erkrankt. Er wird für längere und noch für unbestimmte Zeit ausfallen. Jetzt zeigte sich, wie gut es war, dass Dennis über die letzten Jahre junge Leute nachgezogen hatte, die nun mit vollem Einsatz die Lücke füllen können. Gesamtleiterin Rose Bescio und das ganze Team von Koordinatoren, Gemeindeleute, Lehrkräfte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und Bürokräfte treffen sich jeden Montag zum Austausch, Gebet und zur geistlichen Besinnung. Immer wieder besuchen Freunde die Onesimo-Arbeit. Zwei unserer Gäste aus Deutschland besuchten die Bulilit-Arbeit der Onesimo Kids und die CBM-Kirchen in Mühlsandersleben. Dort staunten sie über das Urban Farming, das Anbauen von Gemüse und Früchten im Slum. Gelernt haben die Jungen das auf der Onesimo-Farm. Schmied aus der Schweiz, der hier seit bald zwei Wochen mit uns unterwegs ist. Und ich habe auch gefragt, was er gerade so erlebt hat beim Mitleben von diesen Jungs und von Gran Onesimo. Ich bin sehr beeindruckt von der Arbeit, die Onesimo macht, unter den Jugendlichen. Man sieht und merkt, wie sie gerade aus schwierigen Situationen rauskommen. Meistens aus zerbrochenen Familien, aus Slum-Gebieten, wo sie eigentlich nicht viel Hoffnung und Zukunft haben. Und in Onesimo wirklich Leute finden, die sich intensiv investieren. Zum Beispiel Joma, eine ganz schwierige Geschichte gehabt hat, einfach niemand mehr gehabt, der für ihn geschaut hat. Dann in Onesimo Heimat gefunden hat, Familie gefunden hat, wo er akzeptiert ist, wo man für ihn da ist. Und er wirklich ein neues Leben anfängt, wo er Hoffnung schöpft für sein Leben. Mega schön, wirklich sehr eindrücklich. Ein Schweizer Ehepaar besuchte ihr Patenkind Donalyn in einer Onesimo-Girls-Gemeinschaft. Und um mehr zu verstehen, lebten sie einige Tage in den Slums bei einer armen Familie. Zum Schluss ihres Besuchs waren sie dabei in einem Reha-Abschlusscamp der CBM in Camp Rock auf der Insel Mindoro. Etwa 200 junge Menschen haben die letzte Phase ihrer zweijährigen Reha erreicht. Sie feiern diesen Erfolg, aber sie wissen auch, jetzt kommt die Bewährung im Alltag, zu Hause oder wo auch immer, ohne die tägliche Stütze von Onesimo. Einige verfolgen weiter ihre Ausbildung als Working Students, andere beginnen ein kleines Unternehmen. Und wieder andere finden eine Anstellung. Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen. In den letzten 12 Jahren konnte Onesimo mit 85 Partnerkirchen über 2000 Menschen in ein neues Leben begleiten.
Ein großzügiges Ehepaar aus Manila wurde auf Onesimo aufmerksam. Unter anderem unterstützten sie den Bau eines Badepools mit Rutschbahn. Mitten im Dschungel, auf unserer Farm. Kinder und Jugendliche aus den heißen armen Vierteln, die hier das Farmleben kennenlernen, in den Camps, sind begeistert über diese Anlage. Wir waren bei einem der zwei großen Familiencamps von Onesimo Bulili dabei. Insgesamt 500 Menschen erlebten auf der Onesimo Farm frohe Gemeinschaft, fern vom Überlebenskampf in Manila. Diese Menschen von den Straßen und aus den Slums stehen in ihrem Alltag unter ständigem Beschaffungsstress von allen notwendigen Dingen. Wie Nahrung, Waschgelegenheit, Schlafplatz, ausgesetzter Hitze und den Abgasen im endlosen Asphaltdschungel. Sie erleben von den übrigen Bewohnern der Großstadt oftmals Ausgrenzung oder gar Verachtung und Feindseligkeit. Was gefällt dir hier? Das Schwimmbad. Was noch? Das Essen. Was noch? Das ist alles. Viele hier sind sehr freundlich. Niemand hier wird bevorzugt. Sehr schöne Gemeinschaft. Die Umgebung ist so schön. Und das Schwimmbad. Und das Essen. Es ist wirklich frisch. Ich habe neue Freunde hier. Was magst du sonst noch in diesem Camp? Die Natur, der frische Wind, die saubere Luft. Einfach gut hier. Ich heiße Nico Sacro. Was ich mag hier ist, wir sind glücklich und wir sind viele Freunde. Die Güte Gottes erleben. Dieser Ort lehrt uns, seine gute Schöpfung wertzuschätzen. Der Ortswechsel hilft. In der Stadt Manila ist das eher schwierig. Es ist eines unserer Anliegen mit den Familiencamps, dass Eltern Zeit finden für ihre Kinder, damit ihre Beziehung zueinander sich vertieft und sie erleben große Freude an diesem Ort. Speziell jene, die schon lange nicht mehr mit Onesimo aus der Stadt kamen. Wie vor einiger Zeit angekündigt, konnten wir unsere Arbeit auf Cebu ausweiten. Cebu ist eine 3-Millionen-Stadt auf einer 600 Kilometer südlich gelegenen Insel. Pagsikat ng araw ay di mo na makikita. Wir haben dort lokale Partnerkirchen gefunden, die junge Menschen, genau wie in Manila, aus dem Elend führen wollen. Dies ist ein Glaubensschritt, finanziell, personell und auch kulturell. In Cebu spricht man eine andere Sprache. Unser bewährtes CBM, Community and Church-Based Program, soll auch an anderen Orten der Welt armutsbetroffenen Menschen mit der christlichen Hoffnung in ein neues Leben führen. Onesimo konnte für die Cebu-Arbeit Jonar Tambunan gewinnen.
Der Oberstufenlehrer einer Privatschule gab seinen guten Job auf, um in seiner Stadt den Dienst unter jungen Menschen aufzubauen und zu koordinieren. Ein großes Geschenk. Hi guys, by the way, my name is John Tambunan and I am 32. Hallo Leute, ich heiße John Tambunan, bin 32 Jahre alt. Ich war Lehrer an einer Senior High School und jetzt der neue Koordinator der CBN-Gemeinschaft in Cebu City. Wir hoffen jetzt im September 23 mit einem Einsteigercamp zu starten. Bitte betet für uns, wir benötigen eure Unterstützung. Ich bin glücklich, Teil zu sein am Veränderungsprozess für unsere verletzliche Jugend in Cebu City. Das ist alles. Vielen Dank euch allen. Viele Kinder und junge Menschen wagen zu hoffen und erhalten handfeste Hilfe. Durch eure Unterstützung, euren freiwilligen Einsatz, eure Spenden, gute Gedanken und Gebete. Und auch durch viele engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort, hier in den Philippinen, hier auf den heißen Straßen und in den engen, vergessenen Gassen von überbevölkerten Armutsvierteln. Gottes Friedensreich breitet sich aus. Alaalang kasama kay mananatili sa isipan. Sa dako paroon, muli tayong magkakasama.